Wir haben also wieder eins von diesen Leveln vor uns, aber beim anderen Level dieser Art, bei Hogwild hieß es glaube ich, haben wir gleich im ersten Versuch das Platin-Relikt erhalten und vielleicht schaffen wir das ja auch gleich hier bei Whole Hog. Wäre ganz cool, aber das Level ist schon ein bisschen schwieriger als das andere. Es war sogar kürzer, glaube ich ein bisschen, aber schon schwieriger an sich, deswegen... ich bin mir nicht sicher, ob wir es beim ersten Mal gleich schaffen können. Das wäre wie gesagt cool, aber wenn nicht, dann halt nicht. Mal schauen. Wow, das war sehr knapp übrigens schon. Hätte ich da links vorbeigemisst? Ne, war schon richtig so, ne? Irgendwie. Das war trotzdem sehr, sehr knapp, finde ich. Aber na gut. Okay. Ja, vor allem diese Sprünge von den Trommeln weg, die kann ich ja nicht wirklich. Weil ich dann häufig immer schon zu früh auf die Trommel drauf springe. Deswegen vor allem bei denen muss ich aufpassen. Das war auch ein knapper Sprung übrigens. Aber ist noch alles gut. Und hier ist der Checkpoint ja gewesen. Deswegen die Hälfte haben wir jetzt schon, weil es gab ja nur einen einzigen Checkpoint hier. Die Hälfte haben wir, ja, aber wir müssen uns noch weiterhin hier ranhalten. Weil jetzt dann, vor allem der Sprung ist sau schwer, finde ich. Hier nach rechts und dann so links rüber. Ich habe alle mitgenommen, nice. Und das könnte es schon gewesen sein. Vielleicht, ja, es kommt noch ein bisschen was. Okay, sehr gut. Aber viel kommt nicht mehr, glaube ich, viel kommt nicht mehr. Und, ich glaube, da haben wir es geschafft. Ja, das dürfte es sein, oder? Schätze ich mal. Yeah! Wieder im ersten Versuch, nice. Okay, läuft doch. Wunderbar. So, das ging auch wieder sehr schnell, das freut mich. Und beim nächsten Mal wird es aber dann wieder ziemlich sicher nicht beim ersten Mal klappen, da wir dann wieder ein normales Level vor uns haben und auch kein so einfaches, wie ich finde. Denn die nächste Challenge wird dann eben stattfinden, hier auf der dritten Insel, wo wir am Let's Play schon angekommen sind. Und zwar eben hier bei, ich war schon richtig, bei Heavy Machinery, genau. Was wir ja dann eben im Let's Play, wo wir auch dann den Edelstein bekommen haben. Und da wird dann eben die nächste Challenge stattfinden, mit dann hoffentlich auch dem Platin-Relikt. Vielleicht wieder im ersten Versuch, aber ich glaube es wie gesagt weniger. Werde ich dann bestimmt wieder ein bisschen länger brauchen, aber ich denke jetzt mal nicht allzu mega lange, weil das Level jetzt nicht so ultra schwer war. Es war auch nicht ganz einfach, aber jetzt auch nicht ultra schwer. Deswegen, das sollten wir dann schon auch halbwegs schnell hinkriegen. Hoffe ich zumindest mal. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.